Peter Neumann ist Terrorismusforscher am renommierten Londoner King's College und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Dschihadismus und islamistischem Terror. Schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Neumann, die Attacken vom 11. September waren sicherlich einzigartig in ihrer Brutalität, aber auch in ihrem Ausmaß. Könnte sich ein Attentat dieses Ausmaßes heute wiederholen? Also ein genau solches Attentat wäre wahrscheinlich ausgeschlossen. Natürlich, weil mittlerweile die Sicherheitsbehörden darauf vorbereitet sind und weil auch die Grenzen viel besser funktionieren. Das denkt man immer gar nicht, aber wenn Sie sich anschauen, wie einfach es war, vor dem 11. September 2001 in die Vereinigten Staaten reinzukommen, das ist kein Vergleich mit heute. Also ich denke, das wäre viel, viel schwieriger. Und deswegen sage ich immer, wir dürfen nicht immer das letzte Attentat anschauen und glauben, es wiederholt sich. Man muss nach vorne denken und sich darauf vorbereiten, was für ganz unglaubliche Möglichkeiten gibt es. Was für unmögliche Unmöglichkeiten gibt es? Naja, das ist genau das, was ja damals die Kommission vom 11. September kritisiert hat, das Fehlen der Vorstellungskraft, dass man sich sowas überhaupt nicht vorstellen konnte. Und jetzt auch wieder sind wir an dem Punkt, wo wir nachdenken müssen, was könnten Terroristen anstellen? Und natürlich gibt es mit Internet und Computersystemen die Tatsache, dass all unsere Infrastruktur irgendwie elektronisch miteinander verbunden ist, gibt es auch ganz andere Möglichkeiten für Terroristen, im Prinzip eine gesamte Gesellschaft lahmzulegen, ohne dass man ein Flugzeug in ein Gebäude stürzen muss. Wie war das damals möglich, dass eine versprengte Gruppe aus den Bergen Afghanistans, dem Land mit dem größten Sicherheitsapparat der Welt, so eine Wunde zufügen konnte? Wie haben das die Sicherheitsbehörden in den USA einfach übersehen können? Also ich glaube, es gab zwei große strategische Fehler oder Fehler der Vorstellungskraft. Das erste war, dass die Amerikaner immer gedacht haben, natürlich sind wir Ziel von Terroristen, aber nicht im eigenen Land. Man hat sich im eigenen Land, im sogenannten Homeland, sehr, sehr sicher gefühlt. Und natürlich gab es alle möglichen Prognosen, dass amerikanische Streitkräfte im Ausland angegriffen werden, amerikanische Firmen, amerikanische Touristen und so weiter und so fort. Aber das Homeland, also das eigene Festland sozusagen, das konnte man sich nicht vorstellen, dass Terroristen das schaffen würden. Der zweite Punkt war natürlich, dass Islamismus oder die Gefahr des Dschihadismus lange Zeit in den 90ern verdrängt wurde und nicht richtig erkannt wurde. Und das ist eigentlich das wirklich Tragische, denn im Rückblick war es natürlich offensichtlich. Sie hatten 1993 schon mal einen Anschlag auf genau dasselbe Ziel von im Prinzip denselben Leuten, also auch dschihadistisch motivierte Terroristen, die das World Trade Center angegriffen haben. Also man wusste, diese Leute haben es auf genau dieses Ziel abgesehen. Und dann 1998 natürlich die Anschläge auf die Botschaften der USA in Ostafrika. Und auch das hätte man eigentlich als klare Ansage nehmen müssen, dass da einer sitzt, Osama bin Laden, der konsequent, systematisch versucht, unser Land im brutalsten Sinne zu zerstören oder anzugreifen. Das heißt, die Attacken vom 11. September wären verhinderbar gewesen? Die wären wahrscheinlich verhinderbar gewesen. Man kann immer beim ganz Kleinen anfangen, also dass bestimmte Hinweise übersehen wurden, dass ein Hinweis vom FBI aus einem Regionalbüro, wo ein Agent berichtet hat, da sitzen jetzt Araber, die wollen fliegen lernen, aber die wollen nicht landen lernen. Solche Dinge wurden nicht weitergegeben. Die Agenturen haben nicht miteinander kommuniziert, aber im Prinzip, und das höre ich auch von Geheimdienstleuten in Amerika, mit denen ich spreche und die damals beteiligt waren, war es ein strategischer Fehler. Man konnte sich diese Art von Anschlag in dem Ausmaß und im Homeland, also im eigenen Festland, schlicht und einfach nicht vorstellen. Es fehlte die Vorstellungskraft und weil man sich das nicht vorstellen konnte, gab es auch keine wirkliche politische Aufmerksamkeit. Damit so diese Behörden und diese Agenturen sich wirklich auf ein Problem stürzen, braucht man ein Signal von ganz oben, von Leuten, die sagen, ihr müsst euch jetzt auf dieses Problem stürzen und alles machen, was ihr könnt. Und dieses Signal gab es niemals, weil man das nicht erkannt hatte und vielleicht auch nicht gewollt hat. Osama bin Laden war der Sohn eines sehr reichen saudi-arabischen Bauunternehmers. Er hat 80 Millionen Dollar geerbt, ist aufgewachsen mit amerikanischen Westernfilmen. 30 Jahre später war er dann verantwortlich für die tödlichsten Terrorattacken auf amerikanischem Boden, war der Kopf der Al-Qaida. Wie wurde aus einem reichen, wohlhabenden Jungen der gefürchtetste Terrorist der Welt?
Naja, die Bin Ladens sind in Saudi-Arabien eine sehr wichtige Familie in der Konstruktion. Sie haben zum Teil die größten Bauvorhaben in Saudi-Arabien wurden von der Bin Laden-Familie durchgeführt. Der Vater von Bin Laden hat unglaublich viele Kinder. Ich kann mich nicht mal ganz genau erinnern, wie viele, aber Osama ist das schwarze Schaf. Das ist der eine, der die Religion zu ernst genommen hat, wurde mir mal gesagt von einem saudischen Freund. Das ist der eine, der die Religion zu ernst genommen hat und der sich dann abgesetzt hat von diesem westlichen Lebensstil. Und das sehen wir bei Radikalisierungen, nicht von Multimillionären, aber von ganz normalen Menschen sehr, sehr häufig, dass viele Leute, die sich radikalisiert haben, erstmal sozusagen dieses westliche Leben ausprobiert haben und darin im Prinzip nicht die Erfüllung gefunden haben, vielleicht sogar Ablehnung erfahren haben und dann vom einen Extrem zum anderen Extrem gehen. Und da hat offensichtlich Bin Laden ab an einem gewissen Punkt die Entscheidung getroffen, ich werde jetzt zum Kämpfer für den Dschihad. Was ihm natürlich entgegenkam, war, dass das genau zu dem Zeitpunkt war, in den 80ern, wo die Saudis auch den Kampf der Mujahideen in Afghanistan gegen die Sowjets unterstützt haben. Und viele junge Leute aus Saudi sind damals mit Zustimmung der Regierung nach Afghanistan gegangen, um dort zu kämpfen. Viele haben gar nicht gekämpft, einige schon. Osama Bin Laden hat das sehr ernst genommen und durch seine Connections, durch sein Netzwerk und natürlich auch durch sein Geld wurde er gleich zum Kronprinzen, den alle irgendwie bewundert haben, wo viele gesagt haben, entweder der kann uns sehr nützlich sein, denn der hat Zugang zu Geldquellen in Saudi-Arabien, aber zum anderen war auch seine Geschichte etwas, was die jungen Rekruten beeindruckt hat. Dieser steinreiche Mann, der eigentlich keine Stunde in seinem Leben arbeiten müsste, der alle Reichtümer der Welt hat, entscheidet sich, in Armut zu leben und mit den einfachen Menschen aus Saudi und aus Pakistan und weiß der Teufel gegen die Sowjets zu kämpfen. Und dieses Narrativ, der Sohn eines Milliardärs wahrscheinlich, der es eigentlich nicht machen müsste, hat sich trotzdem aus Überzeugung dazu entschieden. Und deswegen ist auch Bin Laden zu dem eigentlich Anführer geworden. Der Kampf gegen die Sowjets, das war ja so ein ganz zentrales Element in seinem Leben. Wann passierte dann die Radikalisierung gegen die USA, an deren Seite man ja zu Beginn noch gekämpft hat? Also Bin Laden ist 84, der war vorher schon ein paar Mal in Afghanistan. 84 ist er dann dauerhaft nach Afghanistan gegangen. Dann war Ende der 80er der Konflikt zu Ende. Und dann hat sich natürlich für Bin Laden, aber auch für viele andere der Kämpfer dort aus arabischen Ländern die Frage gestellt, was jetzt? Wir haben hier gekämpft. Wir glauben, wir haben diesen Krieg gewonnen, wir haben uns ausgebildet, wir haben uns miteinander vernetzt und jetzt gibt es eigentlich keine neue Aufgabe. Und da gab es dann verschiedene Optionen dafür, was man tut. Der Anführer des Widerstands damals, des ausländischen Widerstands, ein Mann namens Abdullah Azzam, hat gesagt, wir sollten eigentlich im Prinzip so eine Art Schnelleinsatzkräfte werden für die Muslime der Welt. Also überall dort, wo Länder besetzt werden, tauchen wir auf und verscheuchen die Invasoren. Es gab aber auch andere, zum Beispiel den Ayman al-Zawahiri, einen ägyptischen Dschihadisten, der damals auch schon in Afghanistan war, der eher terroristische Pläne gehabt hat, der gesagt hat, wir müssen jetzt den Westen angreifen. Der Grund, weshalb es so schwierig ist, in arabischen Ländern eine Revolution hervorzubringen, ist, dass der Westen diese ganzen Länder unterstützt. Das heißt, wir müssen uns zuerst mal auf den fernen Feind konzentrieren. Und das ist derjenige, der dann am Ende gewonnen hat. Bin Laden ist dann erstmal zurück nach Saudi-Arabien, hat sich mit dem Königshaus überworfen, wollte mit dem Königshaus gegen Saddam Hussein kämpfen, das haben die Saudis nicht erlaubt. Dann hat er gesagt, okay, ich gehe jetzt mit Zawahiri und gründe diese Organisation oder führe dieses Netzwerk weiter und wir kämpfen gegen den Westen. Die Al-Qaida, Sie haben schon angesprochen, war keine Organisation, wie man sich vielleicht einen Club vorstellt, sondern das war ein Netzwerk, ein relativ loses Netzwerk. Welchen Einfluss hatte Bin Laden auf seine Kämpfer? Wie sehr war die Al-Qaida gesteuert? Ja, also Al-Qaida war erstmal nur eine Namensliste, also der Geburtsort oder Geburtspunkt von Al-Qaida, viele Experten sagen, das war 1988, wo also Bin Laden eine Liste zusammengestellt hat von diesen Auslandskämpfern, die mit den Mujahideen gegen die Sowjets gekämpft haben. Das war Al-Qaida. Das war keine Organisation, das war eine Liste.
Und man hat gehofft, dass viele von den Leuten auf dieser Liste, die in Afghanistan gekämpft haben, dann später für andere Operationen zur Verfügung stehen. Und wahrscheinlich erst Mitte der 90er haben Bin Laden und seine Gefährten angefangen, auch den Begriff Al-Qaida für sich selbst zu verwenden. Also diese Organisation war lange Zeit nur ein Netzwerk, ist dann hierarchischer geworden, als sie wieder zurück in Afghanistan waren. Aber in der ersten Phase war es einfach nur eine Namensliste. Die Attacken vom 11. September waren wahnsinnig aufwendig zu planen. Das war kein Plan, der schnell umgesetzt wurde, sondern das geht bis zurück bis in die 90er Jahre. Er hat viel Vorbereitung gebraucht. Wie kam es dazu, dass man Verkehrsflugzeuge als Waffen einsetzt? Also die Idee mit den Verkehrsflugzeugen als Waffen war im Prinzip keine neue. Es gab schon mal einen ähnlichen Versuch. Das war, glaube ich, 1994 in Frankreich. Da hatten dschihadistische Milizen aus Algerien, die am Bürgerkrieg in Algerien beteiligt waren, den Plan, ein Verkehrsflugzeug in den Eiffelturm zu fliegen. Das wurde dann verhindert, wurde gestoppt, aber das war schon mal die erste Idee. Also die Idee wurde damals schon geboren und die kam nicht direkt von Al-Qaida. Das haben die sich wahrscheinlich bei den Algeriern abgeschaut. Und dann gab es bei Al-Qaida damals in Afghanistan gab es einen sehr kreativen Kopf im negativen Sinne, einen Mann namens Khalid Sheikh Mohammed, KSK, ein Pakistaner, der im Prinzip der Operationschef von Al-Qaida wurde und der ganz verrückte Ideen hatte, typischerweise mit Flugzeugen, die dann über den Atlantik fliegen, in die Luft gesprengt werden. Also ganz, ganz außergewöhnliche Pläne und auch ein kluger Kopf, was die strategische Planung angeht. Und er hat sich dann, sage ich mal, ab 98, 97, 98 dann gemacht, ein Team zusammenzustellen. Und dazu brauchte er natürlich Leute, die Muskeln hatten, die also in den Flugzeugen dafür sorgen konnten, dass sich kein Widerstand ergibt, aber er brauchte auch Köpfe. Und diese Köpfe, die Leute, von denen er geglaubt hat, dass sie die Führung dieser Operation durchführen können, die hat er in Hamburg gefunden. Und die hat er dort gefunden und für die hat er sich entschieden, weil er geglaubt hat, das sind Leute, die sind mit dem westlichen Leben vertraut, die sind dort Studenten, die sind intelligent und sie passen auch in eine westliche Gesellschaft rein. Und sie fallen nicht auf, selbst wenn sie da mal 3, 4, 5, 6 Wochen in Amerika unterwegs sind, ruft da keiner das FBI an. Die sprechen Englisch, die sprechen Deutsch, die sprechen Arabisch, die sind intelligent und die können das durchführen, ohne aufzufallen. Und deswegen hat man sich für diese 4 Leute aus Hamburg, angeführt von Mohammed Atta, entschieden. Mohammed Atta, der der Kopf dieser Zelle war, hat an der TU in Hamburg studiert, war ein sehr gebildeter junger Mann, hat eigentlich ein relativ sicheres Leben im Westen geführt. Ihm hat es an nichts gefehlt, dennoch hat er sich für die Al-Qaida eingesetzt und diesen Terroranschlag durchgeführt. Das ist ja eine Karriere, unter Anführungszeichen, wie wir sie bei vielen Terrorattentätern sehen. Wie radikalisiert sich so jemand, um so eine Tat zu begehen? Naja, bei Mohammed Atta war es so, dass der im Westen war und auch einen gewissen Erfolg hatte, aber dass der schon Zweifel gehabt hat. Also der wusste nicht genau, was seine Zukunft in Ägypten sein wird. Natürlich hat er sich wahrscheinlich was Besseres vorgestellt, als möglich war. Aber er hat sich auch im Westen sehr unwohl gefühlt. Also da gab es einen richtigen Kulturschock für den. Und er hat sich dann an irgendeinem Punkt entschieden, okay, ich möchte jetzt wieder in diesem fremden und ganz komischen Westen, wo ich mich wirklich nicht wohlfühle, möchte ich wieder irgendwie die Verbindung zurück in meine Kultur, in meine Tradition haben. Und dann hat er angefangen, zu einer Moschee zu gehen in Hamburg, die damals geleitet wurde von einem, der eben auch im afghanischen Dschihad mitgekämpft hat. Und der hat ihn dann sozusagen radikalisiert, der hat ihn, das war sozusagen seine Vaterfigur, und der hat dann dafür gesorgt, dass es diese Verbindung gab von Hamburg nach Afghanistan und zu Khalid Sheikh Mohammed. Das sind Geschichten, die wir von ganz vielen Terrorattentätern in den letzten Jahrzehnten immer wieder gehört haben, vor allem von jenen in Europa, die Attentäter in Paris, der Attentäter von Wien, aber auch jene Personen, die nach Syrien kämpfen gegangen sind. Die Geschichten wiederholen sich. Hat Europa auf diese meist jungen Männer eine Antwort gefunden, mit ihnen umzugehen? Also ich glaube, dass was die Radikalisierung angeht, vor allem Leute, die, sage ich mal, Migrationshintergrund haben und die Ablehnungserfahrungen machen oder die sich in der westlichen Kultur fremd fühlen und dann eben auf die Suche gehen
nach einfachen, extremen Antworten. Das ist eine Geschichte, die wir wirklich sehr, sehr häufig sehen. Das ist ein typischer Radikalisierungsverlauf. Und darauf gibt es zwei Antworten. Das erste ist, sie sorgen dafür, dass diese Leute, die Zweifel haben und Fremdheitsgefühle haben, dass die niemanden mehr finden, der sie dann weiter radikalisiert. Dass man also dafür sorgt, dass diese Hassprediger und dass diese radikalen Leute aus den Gesellschaften verschwinden und dass es keinen Anlaufpunkt mehr gibt. Und da, glaube ich, hat man schon durchaus Fortschritte gemacht. Also so ganz extreme Moscheen wie damals in Hamburg oder auch in London, die gibt es in Europa nicht mehr so häufig wie vor 20 Jahren. Der zweite Ansatz ist natürlich, dass man versucht, dass diese jungen Menschen überhaupt keine Fremdheitsgefühle haben, dass sie keine Ablehnungserfahrungen machen, dass sie besser in westliche Gesellschaften integriert werden. Und da kann man darüber debattieren, ob das vorangegangen ist oder ob das eher Rückschritte gemacht hat. Ich glaube, dass wir mehr oder weniger noch am selben Punkt sind wie vor 20 Jahren. Also ich sehe da keine Riesenfortschritte. Was man sieht, ist, dass sich der Terror und die Terrorattentate in Europa und der westlichen Welt deutlich verändert haben. Von diesem einen großen Anschlag in New York geht es jetzt hin zu immer kleineren Anschlägen, durchgeführt von ein, zwei Personen ohne großes Netzwerk. Ist der dschihadistische Terror geschwächt oder ist das eine bewusste Strategie? Nein, ich denke, der dschihadistische Terror in Europa ist auf jeden Fall geschwächt. Es wäre sehr, sehr schwer, in Europa derzeit eine Operationen wie in New York oder auch wie in Paris 2015 durchzuführen, weil all diese Operationen sehr viel Kommunikation erfordert haben, da waren große Netzwerke beteiligt, viele Leute und die Polizeien und Sicherheitsbehörden sind inzwischen gut ausgerüstet, um langfristige Kommunikation zu erkennen. Also das würde denen auffallen. Und als Reaktion darauf hat sich Al-Qaida und auch Gruppen wie der Islamische Staat dazu entschieden, zu sagen, wir machen es immer einfacher. Also keine großen Netzwerke mehr, keine großen Anschläge. Eine Person, ein sogenannter Einzeltäter oder in Anführungszeichen einsamer Wolf, der auf eigene Faust was macht, der im Internet inspiriert wird und der mit ganz einfachen Methoden etwas macht, was im Prinzip jeder ohne Vorbereitung machen kann. Also zum Beispiel mit einem Messer oder mit einem Auto in die Menge fahren. Das ist das Muster der terroristischen Anschläge, die wir heute in Europa sehen. Nicht, weil sich der IS da strategisch irgendwie gedacht hätte, das erreicht mehr, sondern weil es schlicht und einfach nicht mehr anders möglich ist. Osama bin Laden hat Afghanistan als Aufmarschgebiet, als Rückzugsort benutzt. Das war ja auch die Begründung für die USA, für den Feldzug dort. Welche Rolle spielt Afghanistan als Aufmarschgebiet der Al-Qaida? Früher oder heute? Früher. Früher. Also Afghanistan war ganz wichtig für Al-Qaida. Man muss sich vorstellen, als es richtig losging mit Al-Qaida, Anfang der 90er, als Osama bin Laden gesagt hat, ich mache jetzt diese internationale Kampagne, hat er im Prinzip keinen sicheren Hafen gehabt. Er hat ein paar Jahre in Sudan verbracht, er ist in Saudi-Arabien natürlich gewesen. Und dann kamen 1995 in Afghanistan die Taliban an die Macht und die Taliban haben ihm Unterschlupf gewährt und die haben ihm erlaubt, Trainingscamps aufzubauen, Leute nach Afghanistan zu bringen, dort Operationen zu planen. Und das war für das Großwerden von Al-Qaida ganz, ganz wichtig, war entscheidend. Und auch der Bericht der Kommission nach dem 11. September hat gesagt, dass das war der entscheidende Grund dafür, dass Al-Qaida in der Lage war, überhaupt eine solche Operation durchzuführen, dass sie lange Zeit im Prinzip einen sicheren Hafen hatten, wo sie sich keine Sorgen machen mussten, dass nächsten Tag ihr Trainingslager zerstört wird. Jetzt versinkt Afghanistan nach dem Abzug der Amerikaner wieder im Chaos. Die Taliban haben zumindest vorerst die Macht dort übernommen. Muss man davon ausgehen, dass es wieder der Rückzugsort für die nächsten Terroristen werden wird? Also ich glaube schon, die Gefahr besteht in Afghanistan, dass sich terroristische, international orientierte terroristische Gruppen wie Al-Qaida oder IS dort wieder einnesten. Das hat nicht so sehr mit den Taliban zu tun. Ich glaube, die Taliban in den Gebieten, wo sie die Kontrolle haben, sind inzwischen etwas klüger geworden. Also viele der älteren Anführer der Taliban sagen ja auch, wir haben aus unseren Fehlern gelernt und wir verstehen auch, dass der Grund, weshalb wir gescheitert sind,
damals vor 20 Jahren. Der Grund dafür waren nicht wir, sondern war Bin Laden, die Präsenz von Bin Laden. Die Amerikaner sind gekommen wegen Bin Laden. Also die Taliban, glaube ich, sind pragmatischer und klüger geworden. Aber die Gefahr ist natürlich, dass die Taliban nicht in der Lage sein werden, große Teile des Landes zu kontrollieren. Und in diesen Teilen des Landes, wo die Taliban nicht vollständige Kontrolle haben, da glaube ich schon, dass die Gefahr besteht, dass da bürgerkriegsähnliche Zustände existieren, wo es Anarchie gibt, Chaos, wo niemand klar die Kontrolle hat und wo Organisationen wie der IS sich wieder einnesten können. Und das wäre auch keine Überraschung, denn genau das hat der IS in Syrien gemacht, im Irak, in Libyen. An all den Orten, wo der IS Erfolg hatte, hat er im Prinzip aus dieser Art von Chaos und Anarchie Kapital gezogen und hat sich wieder etabliert. Und genau darauf zielt, glaube ich, auch momentan die Strategie des IS ab. Der IS versucht mit diesen Anschlägen Chaos zu stiften, sodass wieder ein bürgerkriegsähnlicher Zustand existiert und er dann wieder quasi als Ordnungsmacht, als schreckliche Ordnungsmacht wieder auftritt. Ist der IS in Afghanistan stark genug, um dort ein Kalifat aufzubauen, wie es zumindest zeitweise in Syrien geschafft? Also ich glaube, momentan ist er noch zu schwach dafür. Man schätzt, dass da vielleicht 2.500 oder 3.500 Leute dabei sind. Aber dass er nicht so stark ist, liegt ja auch daran, dass bis vor wenigen Wochen er in Afghanistan von den Amerikanern bekämpft wurde. Und der Unterschied ist nicht nur die Machtübernahme durch die Taliban, sondern auch der Rückzug der Amerikaner. Das heißt, es gibt jetzt in Afghanistan aktuell keine wirkliche Terrorismusbekämpfung. Das heißt, die 2.500, 3.000 Leute von ISIS haben jetzt zum ersten Mal eine Situation, wo sie nicht akut bedroht sind, wo sie sich ausbreiten können und wo sie auch neue Leute rekrutieren können. Ich glaube nicht, dass es jemals so stark wird wie in Syrien und im Irak, aber ich glaube schon, dass der IS eine Möglichkeit hat, seine Präsenz zumindest auszubauen. 20 Jahre lang waren die USA in Afghanistan gemeinsam mit den alliierten Truppen. Man ist dort hingegangen, zuallererst um Osama Bin Laden zu finden, nicht um den Staat Afghanistan aufzubauen. Das kam dann erst später, ja, in der Begründung dazu. Gestorben sind allein bei den Kämpfen dort fast gleich viele Menschen wie bei den Attentaten von 9/11 in New York. Haben die Amerikaner irgendeines ihrer Ziele in Afghanistan erreicht? Also aus heutiger Sicht muss man sagen, das sieht alles sehr schlecht aus. Also dieses Ziel des Staatsaufbaus, der Stabilisierung von Afghanistan, das, wie Sie richtig sagen, das erst so 2003, 2002 dazu kam, das ist ganz klar nicht erreicht worden. Also da kann keiner erzählen, dass das ein großer Erfolg war. Was die Terrorismusbekämpfung angeht, muss man mal schauen, was sich jetzt entwickelt. Man könnte aber schon argumentieren, dass die 20 Jahre, wo die Amerikaner da waren, die terroristische Gefahr in Afghanistan zumindest eingedämmt war. Also während dieser 20 Jahre gab es keine besonders große Al-Qaida-Aktivität in Afghanistan. Jetzt, wo die Amerikaner weg sind, ist natürlich die Gefahr, dass sie wieder zurückkommen. Osama Bin Laden, immerhin hat man gefunden und er wurde getötet. Ist die Welt sicherer ohne Osama Bin Laden oder ging am Ende ohnehin kaum mehr Gefahr von ihm aus? Also was die Tötung von Osama Bin Laden angeht, würde ich schon betonen, dass der natürlich in Pakistan getötet wurde und nicht in Afghanistan. Also das war keine direkte Konsequenz der US-Präsenz in Afghanistan. Osama Bin Laden war eine wichtige Figur. Nicht nur, weil er ganz offensichtlich eine Mission hatte, ein Organisationstalent hatte, er war auch sehr charismatisch und er ist zur Galionsfigur für diese Bewegung geworden. Er ist dann, glaube ich, zu seinem eigenen Feind geworden, weil er eben offensichtlich das Bedürfnis hatte, auch sehr prominent zu sein, ständig irgendwelche Erklärungen abzugeben und auch immer wieder die Erwartung geweckt hat, dass Al-Qaida in der Lage sein wird, sowas wie den 11. September nochmal zu machen. Ich argumentiere immer, Al-Qaida ist an seinem eigenen Erfolg gescheitert. Dieser 11. September war ein so überragender Erfolg aus der Sicht Al-Qaidas, der nicht wiederholbar war, zumindest nicht für Al-Qaida, dass durch dieses Ereignis Erwartungen geweckt wurden bei den eigenen Anhängern, die dann zwangsläufig enttäuscht wurden. Und nicht nur das, wir wissen ja auch, dass natürlich nach den Anschlägen vom 11. September dann die Amerikaner nach Afghanistan gegangen sind und erstmal die gesamte Infrastruktur von Al-Qaida zerstört haben. Also dieser Anschlag hat nicht nur Erwartungen geweckt, er hat auch zur Zerstörung der eigenen Organisation geführt.
Und deswegen war dann Al-Qaida nicht mehr in der Lage, einen so großen Anschlag durchzuführen. Und deswegen ging es, sage ich mal, bis zum Tod von Bin Laden eigentlich für Al-Qaida mehr oder weniger abwärts. Also das war keine Erfolgsgeschichte mehr ab 2002, 2003. Gut, es gab London und es gab Madrid, da kann man drüber diskutieren, wie genau das von Bin Laden tatsächlich koordiniert wurde. Aber im Großen und Ganzen hat Al-Qaida die Erwartungen, die es bei Dschihadisten geweckt hat, enttäuscht. Die USA haben aufgerüstet nach 9-11, nach dem 11. September hat sich der Staat hermetisch abgeriegelt, ein eigenes Ministerium für Homeland Security wurde gegründet, man hat den Krieg gegen den Terror ausgerufen, aber hat man ihn auch gewonnen? Also ich glaube, dieser Krieg gegen den Terror war natürlich im Rückblick ein ziemlicher Fehler und es war natürlich ein riesiger Fehler, dann Dinge als Krieg gegen den Terror zu verkaufen, die eigentlich nichts direkt mit Al-Qaida und mit den Anschlägen vom 11. September zu tun hatten. Bestes Beispiel ist natürlich der Irakkrieg. Meiner Meinung nach der größte strategische Fehler Amerikas seit dem Vietnamkrieg, ein Krieg, der unglaublich viel Geld gekostet hat, aber der im Prinzip keines seiner Ziele erreicht hat und der im Gegenteil dazu geführt hat, dass Amerika so tief im Nahen Osten versunken ist und keine Zeit mehr hatte und keine Aufmerksamkeit hatte für die wirklichen Bedrohungen für Amerikas Vorherrschaft, nämlich zum Beispiel China. Und da hat man etwas getan, was vielleicht aus ideologischer Sicht korrekt war, aber was sich ganz schnell als unmöglich herausgestellt hat. Und von daher war dieser Krieg gegen den Terror wahrscheinlich ein Krieg, der im Großen und Ganzen verloren gegangen ist, auf der strategischen Ebene. Auf der taktischen Ebene kann man schon argumentieren, dass natürlich auch viele Anschläge verhindert wurden und dass natürlich auch viele Terroristen, die Schlechtes gegen Amerika geplant hatten, auch entweder verhaftet oder umgebracht wurden und dass deswegen wahrscheinlich auch Amerika und dem Westen einiges erspart geblieben ist. Aber im Großen und Ganzen wäre ein Krieg gegen den Terror, so wie er von George Bush deklariert wurde, mit diesem ja, grenzenlosen Anspruch, diesem undefinierten grenzenlosen Anspruch, der wäre wahrscheinlich nicht notwendig gewesen. Und das ist etwas, was entstanden ist aus der Hysterie und Panik, die in den Tagen nach dem 11. September existiert hat. Es war ja tatsächlich so, wer sich noch erinnert oder wer mal in den Zeitungen nachschauen möchte, dass nach dem 11. September die Zeitungen voll waren davon, dass Experten gesagt haben, sowas passiert jetzt jeden Monat. Hat Osama Bin Laden schon Nuklearwaffen? Also da gab es überhaupt kein Limit. Und natürlich, wenn man sich vorstellt, dass Osama Bin Laden mächtiger ist, als es die Sowjetunion auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges war, dann rechtfertigt das natürlich im Prinzip alles. Und dann rechtfertigt das auch einen grenzenlosen Krieg gegen den Terror, der dann erklärt wurde, aber der, wenn man sich im Rückblick anschaut, was Al-Qaida tatsächlich war, eigentlich nicht gerechtfertigt war. Noch heute sind die Attacken vom 11. September in ihrer Grausamkeit zum Glück einzigartig geblieben. Sie sind fest in der Seele praktisch aller Amerikaner, aber auch praktisch jeden Menschen auf der Welt. Jeder weiß noch, wo er am 11. September 2001 war. Sind sie das? Sind die Attacken einzigartig oder ist das nur der westliche Blick auf den Terror? Also die Terrorismus ist ja immer auch eine Form von Spektakel. Das ist die Idee hinter Terrorismus. Terrorismus soll terrorisieren und wenn Sie terrorisieren wollen, dann müssen Sie ein Ereignis schaffen, was Leute wirklich schockiert und mitnimmt und an was sie sich erinnern. In schlechter Weise natürlich. Und von daher sind die Anschläge vom 11. September wahrscheinlich einzigartig. Also diese Art von Anschlag, wie sie in Szene gesetzt wurde, die Bilder, die daraus entstanden sind, da wüsste ich keinen Vergleich dazu. Sie sind natürlich nicht einzigartig, was die Zahl der Toten angeht. Da sind 3000 Amerikaner gestorben, das sind sehr, sehr viele. Wir wissen natürlich, dass in vielen Konflikten, die sich aus diesem Krieg gegen den Terror ergeben haben, viel, viel mehr Menschen gestorben sind. Also insofern, was die Zahl der Toten angeht, ist dieser 11. September nicht einzigartig. Aber was die Terrorwirkung, die terrorisierende Wirkung angeht, sind sie wahrscheinlich einzigartig und werden sich auch so wahrscheinlich nicht wiederholen.